Hey Leute, ich bin's, euer Simon und heiße euch herzlich willkommen auf unserem Kanal. Wie ihr seht, wir sind auf The Mission und spielen Drop Zone. Dabei habe ich heute meine Teammates Kanix und Van Hinten. Und das hier ist nicht Teil 2 von 2 von meinen Tipps around Drop Zone. Das hier ist Teil 1 von. Ich habe keine Ahnung, wie viele Teilen. Wie ich das Quickscopen lerne. Passend hier mein erster Kill mit einem schönen Quickscope. Für mich ist es wirklich schön. Das Gameplay ist allerdings schon 2 bis 3 Wochen alt. Und es ist nicht mein bestes Gameplay. Aber darum geht es gar nicht. Es geht hier vielmehr darum, dass man einfach die Leistungskurve sieht. Von ich treffe gar nichts bis hin zu positiver KD pro Spiel. Die KD ist in dem Spiel hier positiv, liegt jetzt aber nicht daran, dass ich besonders viele weggequickscot habe, sondern wegen meinem Heli, den ich nachher noch setze. Und mein Problem beim Scoben, gerade beim Hardscoben, ist einfach, dass ich zu hektisch bin. Klar, hier verrecke ich jetzt, weil ich einfach viel zu dämlich bin mit dem passenden Versteck suchen, um meine Leute beim Punktesammeln zu supporten. Aber ihr seht es jetzt gleich, ich bin da einfach noch ein Ticken zu hektisch. Das liegt vielleicht, ich weiß nicht, weil ich zu viel will, zu ehrgeizig. Oder es liegt im Alter zu tun, ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist man da einfach noch ein bisschen ruhiger, was es angeht, wenn man ein bisschen jünger ist. Man nimmt die Information vielleicht auch einfach schneller auf oder leichter, wenn man jünger ist. Ich weiß es nicht. Weiß nicht, woran es liegt, aber ich bin da, weiß nicht, ich bin da einfach zu hektisch. Ihr seht es auch gleich, der Typ eigentlich hätte ich ihn treffen müssen, aber nee. Keine Ahnung, woran es liegt. Wird sich mit Sicherheit noch legen. Es ist schon ein bisschen besser geworden, aber es gibt halt so Spiele, da läuft irgendwie gar nichts. Weiß nicht. Da rennt man rum, denkt geil, schießt, trifft nichts. Egal. Wie trainiere ich für mich das Quickscopen? Ich habe wirklich viele, viele Videos gesehen im Netz, die alle sich mit dem Thema Quickscopen beschäftigen. Und waren aber irgendwie alle doch nicht so das Rechte dabei. Und jetzt, da sieht man es auch gleich wieder. Eigentlich hätte er sitzen müssen. Eine Reaktion wie eine Schlaftablette, klar. FMG9 Akimbo, ich meine, der hätte mich wahrscheinlich auch weggesprayt, wenn ich ihn getroffen hätte. Egal. Wie trainiere ich für mich das Quickscope? Wie schon gesagt, ich habe wirklich viele, viele Videos gesehen im Netz oder gerade auf YouTube, die haben alle erzählen wegen dem Quickscope. Ach, das ist voll einfach. Im MW3, es war noch nie so einfach wie in MW3 mit dem Quickscope. Das ist alles gar kein Thema. Kurz reinscopen, wenn man dieses kleine Fadenkreuz drinne sieht, abdrücken, bam, der Typ liegt. Ja, ich war so blauäugig und hab das geglaubt. Nein, irgendwie klappt es bei mir nicht. Ich hab dann für mich, wie schon gesagt, ich hab dann einige Videos gesehen, die dann einfach die Tipps und Tricks geben. Mal, das ist alles schön und nett. Das war vielleicht hilfreich, was die Ding angeht, die Perks angeht, also schneller ziehen oder so, aber oder Fingerfertigkeit. Aber ich meine, die Perks machen ja aus einem Sniper kein Quickscoper. Oder nur weil ich den Perk habe, kann ich nicht automatisch besser Quickscopen. Aber ich habe dann gemerkt, ich so, hey, irgendwie muss es doch eine Möglichkeit geben zu trainieren. Ich meine, das war gerade ein schöner Quickscope für mich. Und bin dann auf die Idee gekommen, hey, ich mache einfach ein privates Spiel, gehe auf eine Karte und fange an, die Gegenstände wegzuschießen. Hat den Vorteil A, man sieht, wenn der Gegenstand drauf geht, und B, motiviert es mich also auf jeden Fall viel mehr. Und meine Favorite-Karte zum Trainieren ist eigentlich Sea Town, weil da gibt es wirklich mehr als genug. Es gibt A, diese dämlichen Hühner, die da rumrennen. Es gibt massig von diesen, da stehen massig Blumen rum, es stehen massig Mehlsäcke, sehr geil sind auch die Wassermelonen, die da rumliegen, die Stromkästen,
Und das motiviert mich irgendwie auf Dauer einfach mehr, wenn ich sehe, wie dieser Gegenstand kaputt geht. Weil ich habe wirklich Videos gesehen, da hieß es dann, hey, mach dir auf die Container, zum Beispiel auf Dom, 5, 6 Einschusslöcher und Scope auf diese Container-Einschusslöcher. Mag ja sein, aber ich meine, wenn ich 10 Minuten auf dieses Ding einscope, ey, dann bin ich ja reif für die Innere. Also ich meine, da bin ich ja total gaga danach. Und bei Sea Town ist halt einfach so der Vorteil, wie vorhin gerade schon erwähnt, ich schnapp mir einfach meine MSR und kann mit der dann rumrennen und kann dann wirklich trainieren. Klar, die Gegenstände sind feststehend. Gar kein Thema. Aber ich kann wenigstens das trainieren. Ich kann ums Eck rennen, Scope auf diesen Mehlsack ein, paff, und wenn ich treffe, dann fällt er um. Wenn ich nicht treffe, dann bleibt er stehen. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Es ist aber nichts anderes wie im Spiel. Wenn ich den Typ treffe, dann fällt er um. Wenn ich ihn nicht treffe, dann knallt er mich. Und das motiviert mich auf Dauer einfach mehr. Und wenn die Moon ausgeht, Semtex hin, drüber stellen. Und ich gehe drauf. Und ich mache das. Ja, ich gucke schon, dass ich das regelmäßig probiere. Einmal die Woche wenigstens mal für 5 Minuten. Und trotzdem ist für mich das Quickscopen oder das Scopen allgemein, ich finde es trotzdem schwer. Also für mich persönlich wenigstens. Also ich finde es wirklich schwer. Nach wie vor. Aber umso mehr freue ich mich dann einfach, wenn ich einen getroffen habe. Also ich weiß nicht, vielleicht geht es auch nur mir so, aber wenn ich einen töte, oder was heißt töte, im Quickscope erlege, freue ich mich da wesentlich mehr drüber, wie wenn ich jetzt einen, was weiß ich, mit der FAT oder mit der SCAR wegschieße. Weiß nicht, vielleicht ist es nur am Anfang so, beim Lernstadium. Weiß nicht, wie ist es bei euch? Freut ihr euch dann noch, wenn ihr einen Wick-Quick-Scoped? Freut ihr euch, wenn ihr einen, euch einen Weg-Quick-Scoped? Was für ein dämliches Zusammensetzen. Ja, egal. Weiß nicht, ist das nur am Anfang so? Oder bleibt es konstant, dass man sich dann einfach irgendwie immer drüber freut, wenn man da einen wegradiert? So, wie ich vorhin schon gesagt habe, mein Problem ist immer noch das ruhig bleiben. Ich meine, jetzt hier im Hardscope, ich meine, jetzt aufs dritte Mal, ich bin da zu hektisch. Aber wie schon gesagt, das wird sich auf Dauer noch legen. Hoffe ich. Hoffe ich wirklich. Und ja, hier spiele ich schon gesagt, wie vorhin schon gesagt, ich spiele hier noch mit der L118A. Hab jetzt gewechselt auf die MSR. Die Waffen sind, glaube ich, von den Statistiken her relativ identisch. Trotzdem liegt zwischen beiden Waffen ein himmelweiter Unterschied. Also ich habe wirklich ein paar Runden mit der MSR gebraucht, mit der zurechtzukommen. Aber jetzt muss ich sagen, finde ich die MSR schon wirklich richtig geil. Liegt mir echt gut. So, wir nähern uns schon wieder langsam unserem Gameplay. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Klar, ich meine, wer das Quickscoping oder Scoping allgemein beherrscht, der braucht sich das hier nicht geben. Aber ich habe gedacht, ich lasse euch einfach teilhaben an dieser Leistungssteigerungskurve, die man dann irgendwann mal einschlägt. Und es ist jetzt das erste Video von ein paar. Einigen. So, dann gibt es noch kurze News in eigener Sache. Und zwar, ich bekomme, was das Thema Gameplays angeht, Verstärkung vom Teammate. Der stellt mir die Videos zur Verfügung. Fertig bearbeitet. Ich tue sie nachkommentieren. Das heißt, also meine Stimme bleibt erhalten. Die Videos kommen dann vom Teammate Jackie. Und ich hoffe, wir können uns das natürlich dann so zusammenschieben, dass wir dann ein paar richtig schöne Gameplays hinbekommen. So, wenn es euch gefallen hat, und nochmal schön ein Quickscope, bam. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Noch geiler wäre natürlich ein Abo. Wenn ihr Anregungen, Fragen, Kritik etc. habt, schreibt es in die Kommentare rein, dafür sind sie da. Und dann würde ich sagen, hey Leute, man hört sich, bleibt anständig, bis denn, euer Simon.